So, weiter geht's. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Contrast. Wir stehen immer noch hier vor dem Zelt und müssen Johnny helfen, seinen Zirkus wieder auf Vordermann zu bringen, denn der hat sich mal wieder in Schwierigkeiten gebracht. Und die Gorillas von der Mafia oder was auch immer das sein soll für eine kriminelle Vereinigung, die sind ihm da schon hinterher und wollen ihm Arges zufügen, wenn er da nicht mitmacht. Und deswegen sollten wir ganz dringend eingreifen. Ich gehe gleich zu Didi. Ich will noch mal ganz kurz mich hier umschauen, ob wir hier denn irgendwelche lustigen Sachen haben, was auch immer das hier darstellen soll. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre die Mausempfindlichkeit wieder oben. Aber eigentlich sollte das noch so sein, wie ich es eingestellt habe. Ich schau mal ganz kurz nach, ja. Moment, wo war das? War es bei Steuerung mit? Nein, war es nicht. Ach, muss natürlich gleich wieder ganz rausgehen. Nehmen wir einfach Kamera. Nein, es ist noch die Mausempfindlichkeit, die ich vorher eingestellt habe. Okay, dann kommt es mir bloß einfach so vor. Na, hören Sie auf zu ruckeln. Gut, und wir schauen mal, ob wir hier noch ein paar Leuchtkugeln finden können. Denn wir haben ja ein neues Gebiet betreten und das heißt, es gibt neue Leuchtkugeln zu entdecken. Ich sehe aber gerade auch keine. Na gut, ansonsten gehen wir halt einfach zu Didi und machen dann mal weiter, dann werden wir schon irgendwann auf Leuchtkugeln treffen. Bisschen Popcorn noch. Was? Ach, ist ja lustig. Können wir uns im Popcorn verstecken? Was haben wir denn hier? Tortugas Revenge! Da gehen wir bestimmt noch rein, könnte ich wetten. Okay, gehen wir erstmal zu Didi, ist vielleicht das Beste. Und legen einfach mal los. Ich mache schon wieder was anderes, ich weiß. Aber ich bin so neugierig, Haben wir denn hier unten vielleicht noch was? World's Fair. Nee. Nix hier. Ach, das ist das Piratenschiff, von dem gesprochen wurde beim letzten Mal. Wurde ja irgendwie erwähnt, dass es ein totales Wrack ist. Okay, an dem müssen wir dann wahrscheinlich auch noch was machen. Wir gehen erstmal jetzt aber wirklich zu Didi. Und schauen mal, was sie zu sagen hat. Und dann werden wir sehen, wie wir hier die Attraktionen reparieren. Wir gehen doch noch nicht zu Didi. Halt! Nicht so schnell wieder hochkommen. So. Kein Problem. Haben wir. Und da sehen wir, wie Johnny verprügelt wird von den Typen, von den Bösen, von den Prügelaffen. Okay, kann ich das hier? Nein, das ist nicht zum Einreißen, okay? Gut, wo ist sie denn? Jetzt wirklich zu Didi mal? Aha. Look, there's the balloon. It got snagged, so they can't pull it down. But nobody can get up there to untangle it. Außer uns. I bet somebody didn't pay attention when he was tying it down. A carousel! I think I can turn it on. Do you have any luminaries? Ich geh mal sammeln. Schalte das Karussell ein. Ich finde die Kleine so süß. Die haben sie auch so niedlich in, nicht interpretiert, synchronisiert, wollte ich sagen. Okay, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, mit den zwei Leuchtkugeln müssten wir schon... Achso, von hier sind wir gekommen. Mit den zwei Leuchtkugeln müssten wir sogar schon auskommen, würde ich denken. Ich will trotzdem mal schauen, ob wir vielleicht noch eine dritte finden. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, leuchtet eine von den Leuchtdingern Glühbirnen. Nennen wir sie Glühbirnen schon. Genau. Na gut, packen wir sie einfach rein. Los geht's. I think I can turn this on now. I think you're gonna need to get that beacon working. Repariere das Licht an der Spitze des Karussells. Okay, wir schauen mal, ob wir irgendwie hochgeritten kommen. Leave me! Achso, ich kann ja... Ach, ich falle ja immer durch, wenn ich in den Durchgang komme. Okay. Da kommen wir also schwerlich hoch, sage ich mal. Aber hier drüben... Oh, ich sehe schon, Ach, Mist. Komm, runter mit dir. Ja, das war ein bisschen spät. So, jetzt aber... Nein! Nein! Schade. Putzig. Okay, gebt mir mal ein niedrig reitendes Pferd. Lasst mich hoch.
Vielleicht muss ich auch einfach mal von hier drüben auskommen. Ja, genau in dem Moment geht das Pferd natürlich wieder. Didi? Okay, Didi ist beschäftigt. Ist in Ordnung. Halt hier. Warte, warte, warte. Komm gerade nicht so richtig zurecht, hier habe ich das Gefühl. Könntest du mal bitte... Ja, danke schön. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Es läuft gerade noch nicht so. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Jetzt aber. Jawohl, so wollte ich das. Ach ja, oh Mann, wait, riding cowboy. Get on, little doggies. So, sind wir schon mal hier? Ich weiß gar nicht, ob uns das was bringt, hier noch weiter zu reiten. Zu hüpfen. Wie komme ich immer auf. Achso, wegen Pferden wahrscheinlich. Are you okay up there? You need any help? Here, jump on this. Moment. Danke dir. Toll, was war das denn? Glück gehabt. So, machen wir mal so. Nein! Ach, irgendwie hängt sie dort immer fest an der Ecke. Sorry, Schneggy, kannst noch mal reiten gehen. Ich muss erst noch mal die Runde machen. Was für ein Ärger. Schwanz runter! Irgendjemand! Ach, Mist. Okay, ich gehe wieder von hier aus drauf. Bleib unten! Geh doch mal, spring doch mal. Irgendwie ist gerade bockig mit mir. So, jetzt aber. Achso, ich muss nochmal raus. Nein! Die Steuerung, ich drück die falsche Taste. Entschuldigt, Leute, ich muss erstmal wieder reinkommen. ich stelle mich gerade ziemlich prasslich an, ich weiß. Na toll. Sag mal, was ist denn los? Ich fasse es nicht. Jetzt aber. Jetzt. Nein! Das ist doch nicht zu fassen. Und ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ich krieg's aber auch gerade nicht hin, das mal gut zu timen, ne? Jetzt halt hier geblieben. So. Nicht zu überstürzen. So, jetzt aber mal die richtige Taste gedrückt. Willst du mich verarschen? Ich bin doch vor der Mauer gewesen und habe die Taste gedrückt. Also kannst du bitte auch dann... kannst du dann bitte auch in die Schatten springen? Das wird wieder nichts. So, jetzt. Und diesmal spring bitte auch in die Schatten, wenn du davor bist. Dankeschön. Vielleicht schaffen wir es dann diesmal auch wieder bis rüber. Das ist eine ganz schön schwere Geburt gerade hier. Nein, nein, was, wie, ach so. Huh, ich dachte gerade schon, was macht sie denn jetzt? Okay, wahrscheinlich bin ich vorhin gegen den Knick hier gesprungen. Das wird das Problem gewesen. Nein, ich bin nicht gegen den Knick gesprungen, sondern gegen die Veranda hier vorne. Gegen die Rüstung. Wee, run, Cowboy! Wirklich? Warum springst du dort nicht richtig? Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Das leuchtet mir nicht ein, warum die dort nicht richtig springen will. Irgendwie hat sie da ein Problem mit der Ecke. Genau in dem Moment muss das Pferd natürlich unbedingt wieder runtergehen. So, jetzt aber mal hier. Komm, jetzt schneller hier. Ich werde schon ganz ungeduldig langsam. Warum bleiben wir nicht einfach im Schatten? Ich bin so blöd. Warum mache ich das von der... Run, Cowboy! Get on, little doggies! Warum mache ich das von der realen Welt aus? Ich kann doch einfach in den Schatten bleiben. Ja, ich weiß. Ich mach gleich. Lass mich mal. So, die Leuchtkugel haben wir. Und das sollten wir doch jetzt aber schaffen, oder? Ja. Das war eine sehr schwere Geburt. Das können wir tun. Gelange auf das Dach. Oh. Nicht gut. Wie kommen wir denn an dem... Achso, wir können wahrscheinlich einfach durch. Natürlich, aber man sollte es auch hinkriegen. Ach, nee. Aber jetzt komme ich hier einfacher hoch. So, immerhin haben sie uns jetzt hier den Weg nach oben erleichtert. Das ist schon mal ganz freundlich. So, gehen wir mal auf den
Sternen hier oben drauf, so. Oh. Ah, ich hab's schon wieder. Ich hab's gerade schon wieder total verpeilt, dass da mir auch was entgegenkommen kann. Ich glaube, es war nicht gut, die Pause an der Stelle zu machen, weil man hier jetzt gerade mal ein bisschen drinstecken muss in der Was machst du denn? In der Materie drinstecken muss und ich bin jetzt gerade wirklich komplett raus. Das ist ein bisschen ungünstig, das tut mir auch leid, weil ich jetzt so lange festhänge. Aber wir kriegen das noch hin. Ganz sicher. So, jetzt hoch, nein, hoch, nein, hoch, los, hoch, los, hoch. Ja, danke. Yay! Ja, diesmal haben wir es auch hingekriegt. So. Springen wir hier mal dran und ziehen uns hoch und dann sind wir auch schon. Oder sind wir schon da? Müssen wir hier hin? Nein, natürlich nicht. Wir müssen da drüben hin. Whoa, what? So, geht. Geht zum Glück ohne Probleme. Und jetzt sollten wir doch aber da sein. Ich dachte gerade schon, sie springt wieder nicht. Jetzt müssen wir doch langsam mal da sein, oder? Ach, da vorne noch, okay. Dumm. Ach, wenigstens haben sie mir einen Speicherpunkt hingesetzt. Danke, Leute. Das ist sehr freundlich. Run, Cowboy. Get along, little doggies. Für Idioten wie mich, die es dann auf einmal verkacken an so einer Stelle, die eigentlich total simpel ist. So, jetzt haben sie endlich geschafft, hier hinzukommen. Eieiei, das war aber schwierig. Gut, wo ist der Ballon? Ich würde ihn gerne losmachen. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter rumplattformen, glaube ich, oder? Wo ist er denn? Ach, da drüben. Okay, dann gehen wir doch dahin. Und machen den Ballon einfach mal los. Yay! You did it! Okay, hop in! I'll bring you back down! Thank you! That was amazing! I wish I could do that. Would you teach me someday? Ich glaube nicht. Wee, run, Cowboy! So, repariere die zwei übrigen Attraktionen. Didi, wo geht's hin? Was ist die nächste Station? Didi? Didi? Hallo? Hi, Mädel! Muss man wahrscheinlich alleine weitermachen. Gut, wir hatten noch auf dem Plan auf jeden Fall dieses Schiff, das weiß ich noch. Wir schauen aber erstmal hier. Achso, das hatten wir ja schon. Schauen aber erstmal hier, ob das uns irgendwie weiterbringt, ob wir hier auch was reparieren müssen. Ach, hier steht sie auch schon wieder, natürlich. Ich glaube, sie gibt es mehrfach hier in dem Abschnitt.